Hallihallo, Hallöchen, herzlich willkommen zurück und moin moin, ich bin's wieder, eure Simultech. Und wie ihr seht, probieren wir heute mal mein Geburtstagsgeschenk aus. Wir haben letztes Mal die Giraffe zusammen angefangen, die werde ich auch noch fertig machen, aber ich will natürlich mein tolles Geburtstagsgeschenk ausprobieren. Und zwar mit allem Zubehör, ich habe es hier komplett alles liegen, wir packen das gleich alles entspannt zusammen aus und testen mal rum, würde ich sagen. Packen wir als erstes eben die Pinsel aus. Das ist natürlich auch pretty cool. Mal gucken, ob ich die da wieder so reinräume. Und dann gucke ich mal kurz rein, ob hier irgendwas Spannendes drin steht. Ich lese mir gerade durch, was hier so draufsteht, damit ich weiß, was ich richtig machen muss. Ich sehe schon, das Reinigen wird mir richtig Spaß machen. Nicht. Egal. Da muss ich durch, wenn ich sowas machen will. So, und dann haben wir ja hier noch die Dotting Pens, die ich glaube, ich bei diesem Bild noch viel mehr brauchen werde als die Pinsel, weil... Das ist ja, ja genau, Ruhe jetzt hier, WhatsApp, das ist ja genau, das ist ja meine Nemesis, dieses Bild. Wir schauen uns das mal an gleich. So, wir haben unsere vier Pinsel, wir haben unsere drei Dotting Tools, wir packen noch, beziehungsweise ich... Die Frage ist ja, was habt ihr von diesen Sachen? Vielleicht habt ihr auch gar nichts oder habt nur in Anführungszeichen die Action-Sachen, die ja auch nicht schlecht sind. Vor allem, wenn man nicht malen kann, so wie ich, dann ist natürlich eigentlich reichen die Action-Sachen davon kommen, ne? Müssen wir uns nichts vormachen. So, wir haben unser Brettchen. Ich mache hier erstmal Krach, es tut mir sehr leid. Dann stelle ich das mal da vorne auf. Und wir haben unsere Farben. Das ist Pinselpflege. Das brauchen wir auch gleich. Ein Pinsel ist dabei. Und wir haben unsere Leinwand, die mich zur Verzweiflung bringen wird. Ja, ja, ja. So. Ich mache mir das mal hier auf. Ach, da unten, ne? Wenn man nicht so smart ist. Wir holen das mal alles da raus. Gregorian hat es gepackt. Gregoriu hat es gepackt. Okay. Das hier ist... Fun Fact, das Ding ist größer als die Leinwand an sich. Vielleicht sollte ich das bemalen. Das kann man rein theoretisch später auch noch mit Alkoholmarkern malen. Aber hier, das ist wichtig, dass man die Zahlen darauf kleben kann, damit man weiß, wohin welche Farben gehören. So. Brauchen wir das? Das ist die Anleitung, ne? Mal kurz da durchgucken. Ich bin jetzt nicht so motiviert, das gerade zu lesen. Wir kennen das ja alle. Wer liest Anleitung? Keiner. Wir machen einfach. Wir sind die Macher. Ich sag's euch, die Macher. So, mein einer Pinsel. Ein Dreier. Was sind denn das hier für welche? 0,2. Ein Einser. Ein Zweier. Dann müsste der hier doch ein Dreier sein. Ja. Ich habe jetzt zweimal ein Dreier. So, und meine Farben A, B, C und D. Und dann klebe ich mir erstmal
meine Nummern darauf. Also das kann doch eigentlich auch, die 1 kann ich da doch eigentlich weglassen. Dann machen wir hier mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist richtig, die 2 drauf. Und dann schnappe ich mir mal gleich eventuell die hellste Farbe und teste das Ganze mal. Wir hatten ja bei dem Bild von Action das Problem, dass die Farben nicht so gut gedeckt haben, aber das, fürchte ich, ist auch bei den teuren Dingern ein Problem, weil einfach die Farbe nicht immer gut deckt. Und ich, wie gesagt, auch noch gar nicht so richtig einen Plan davon habe, wie das Ganze vernünftig funktioniert. Hier sind übrigens mehr drauf, als man braucht. Also rein theoretisch kann man die dann auch noch für andere Sachen verwenden, die Zahlen, zum Beispiel im Journaling, aber es ist natürlich auch immer doof, wenn da nur ein paar fehlen. Aber ja. So. Ich habe heute einen Frosch verschluckt, glaube ich. Ich habe mich wohl ab und an mal räuspern müssen. Holla die Waldfee. Das Wetter, ne? Also mir ist ja schon fast zu warm, während andere sich freuen. Ich armes Winterkind leide jetzt schon. Aber was ich echt krass finde, letzte Woche haben die Allergien echt zugeschlagen. Ne? Also ich dachte ja schon in den letzten Videos, es wäre schlimm. Aber uff, Freunde, uff. Das war ja nicht mehr feierlich. Die 19 brauche ich wieder nicht. Das war ja nicht mehr feierlich. Also ins Bett gehen, ohne abends vorher zu duschen, wegen Haare und Pollen. Nee. Keine gute Idee. So, das ging doch jetzt mal fix. Die Zahlen haben wir, dann kann das auch zur Seite. Da überall die Anleitung mit den Pinseln. So, ihr seht, ne? Mein Freund hat positiv gedacht, aber das Bild ist noch viel kleiner, ja, als man denkt. Trotzdem nicht günstig. So, passen die denn da überhaupt rein? Ja, tun sie. Okay, dann tun wir die mal zur Seite und gucken mal, dass wir vielleicht mal anfangen. Denkt dran, wenn ihr meinen Dötz davor seht, es tut mir unendlich leid, ne? Keine Absicht, you know. Ja. Die 1 ist relativ, nee, die 1 ist relativ hell. Aber die 1 ist ganz schön groß, ne? Starten wir uns die 1 oder machen wir direkt was Kleineres? Also die 3 ist dunkel, die 4 hätten wir noch. Ich glaube, ich schnapp mir einfach mal wirklich die 1 und fangen mal an. Das ist natürlich super, wie einfach das mit diesem Brett dann hier aufgeht. Ich mache es nochmal zu. Super easy. Und da die ja fest in diesem Brett stecken, geht es super einfach auf. Jetzt probieren wir es mal ohne das Brett. Wir nehmen uns mal die 21. Also geht auch einfach, mit dem Brett aber noch einfacher. Also tatsächlich ein absoluter Unterschied schon mal zum Action-Ding. So, wir schnappen uns mal hier aber den mitgelieferten Pinsel. Wasser habe ich auch neben mir stehen. Eine Küchenkrepprolle habe ich hier stehen. Dann machen wir uns mal eins ab und legen das hier neben. Der Pinsel ist ganz schön fest. Ist das normal? Also ich bin ja planlos, ne, Freunde. Ich bin einfach planlos. Ich bin einfach wirklich planlos. So, wir machen uns trotzdem nochmal die 1 auf. Und man soll das ja umrühren, ne? Rühren wir das mal um. Der Pinsel ist steinhart. Ist das normal? Ich habe wirklich keinen Plan. Ich hätte vielleicht auch nicht mit dem Pinsel umrühren sollen. Das ist vielleicht ein bisschen schlau. Aber so bin ich, ne? Einfach nicht so smart. Ja, mein Geburtstagsgeschenk. Hä, ist das normal, dass der steinhart ist? Ich lagere jetzt mal die Farbe hier ab. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ah, okay, da wird er auch schon weicher. Da muss man Wasser, vielleicht hätte ich es vorher in Wasser machen sollen. Ja, richtig. Ich bin halt ein kleiner Dullikopf. Und wahrscheinlich hängt mein Dötz jetzt auch schon im Bild. So, und meine Oberweite schiebt hier das Ding durch die Gegend. Ich sag's euch. Es ist, mit mir ist einfach zum Verzweifeln.
einfach zum Verzweifeln. So, was sagt ihr? Also ich glaube, das Bild war runtergesetzt auf 17 Euro. Für die gleiche Größe, die das Actionbild hat. Das hier ist allerdings ein Vollbild. Heißt, also Full Coverage heißt, es ist alles abgedeckt. Das andere war ein Teilbild. Aber das hat, glaube ich, nur 3 Euro oder 4 Euro, maximal 4 Euro gekostet. Das ist natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht. 18 oder 17 zu 3 oder 4 Euro. Die Frage ist, ob die Qualität den erhöhten Preis hergibt. Beim Diamond Painting würde ich immer sagen, ja, je nachdem, was man damit macht. Mir machen die Bilder von Diamond Art Club, die um ein Vielfaches, also um ein Zehnfaches, mehr als ein Zehnfaches, teilweise ein 20-faches teurer sind als die Actionbilder, machen mir unglaublich Spaß. Sie sind von der Qualität her so hochwertig, dass es wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht ist. Nichtsdestotrotz kaufe ich mir zwischendurch Bilder von Action. Einfach nur mal, um zwischendurch mal was anderes zu machen. Jetzt testen wir das mal mit so einem Dotting-Tool. Das funktioniert auch ganz gut. Gefällt mir. Da so die kleineren Sachen zu machen, das gefällt mir tatsächlich richtig gut. Ich glaube, dass das für die kleineren hier mein Way to go wird. Also für alle Ränder eigentlich. Das gefällt mir, Leute. Ich sag's euch. Das gefällt mir. Vielleicht habe ich damit meine Lösung gefunden und mein Freund hat alles richtig gemacht. Action, ihr braucht andere Utensilien bei euren Bildern. Aber gut. Es ist ja auch aus der Kinderabteilung, ne? Muss man auch ganz klar sagen. Das hier ist Malen nach Zahlen für Erwachsene. Und das von Action ist ganz klar aus der Kinderabteilung. Wobei ich da ja auch schon gesagt habe, welches Kind schafft es, so kleine Sachen anzumalen? Ich hätte das als Kind nicht geschafft. Später ja, aber ich glaube, es war ab 3. Da definitiv nicht. Definitely not. Also mit dem Tool ist es schon wirklich viel, 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 viel besser, kann ich sagen. Um Längen. Ich bin tatsächlich echt relativ begeistert. Als ich das ausgepackt habe und euch auch vorgestellt habe in meinem Geburtstagshall, bin ich ein klein wenig verzweifelt. Ich habe gedacht, oh nein, haben wir umsonst Geld ausgegeben, beziehungsweise mein Freund, weil es ist ja ein Geburtstagsgeschenk. Aber... weil die Felder einfach wirklich winzig sind. Ich hoffe, ihr könnt zumindest einigermaßen was sehen. Aber mit dem Tool funktioniert das wunderbar. Also wenn jemand Malen nach Zahlen macht, holt euch so ein Tool, ne? Ich bin ein bisschen sprachlos. Wir haben heute Samstag. Ich bin wieder aus dem Urlaub zurück. Das heißt, ihr seht dieses Video eine Woche später.
Da nächste Woche in WoW viel los ist, versuche ich jetzt zumindest ein bisschen was vorzudrehen, damit ihr ein paar Videos zu sehen bekommt. Mein Freund ist heute fast den ganzen Tag unterwegs. Er müsste so in 2-3 Stunden wieder da sein, also so zwischen 17 und 18 Uhr. Ja, der ist seine Mama besuchen, denn die gute Frau ist in der Reha nach ihrer Knie-OP. Ich glaube, habe ich schon erzählt, die ist bestens verlaufen, war alles super. Und jetzt ist sie in der Reha, relativ weit weg, 3,5 Stunden weit weg, und mein Freund ist doch heute hingefahren. Ich bin nicht mitgefahren, ich wollte erst mit, aber nach den ganzen Fahrten während unseres Urlaubs, wir sind beim ersten Mal eine knappe Stunde etwas mehr gefahren, nach Köln, von Köln aus runter an den Chiemsee, waren 6 oder 7 Stunden. Wir standen relativ lange im Stau am Stadion in München. Also da fährt ein Auto, ist eine Autobahn direkt da lang, und da standen wir relativ lang. Da natürlich auch immer hin und her. Unsere Freunde haben nicht direkt da gewohnt, wo unsere Ferienwohnung war. Da musste man halt auch jeden Tag ein bisschen fahren. Dann von da aus noch nach Rust in den Europapark, was auch nochmal circa 5 Stunden waren. Und vom Europapark dann zurück nach NRW, nach Kleve. Und ja, das waren dann auch nochmal über Frankreich mehr als 5 Stunden. Danach dann nochmal los, unseren kleinen Mitbewohner wieder abholen. Und das waren dann auch nochmal 1,5 Stunden am selben Tag. Also innerhalb von einer Woche diese ganze Strecke. Und ich bin ja leicht gehandicapt mit einer Nervenschädigung am Bein, mit einer großen Hauttransplantation. Und für mich ist Autofahren bei so langen Strecken irgendwann immer relativ schmerzhaft. Und das hat sich die Woche natürlich bemerkbar gemacht. Wir sind natürlich auch sehr viel gelaufen. Das ist man dann ja auch nicht mehr so gewohnt, wenn man relativ viel vom Computer sitzt und arbeitet. Und ja, mein Körper hat sich ein wenig verweigert. Und bevor das jetzt schlimmer wird, haben wir gesagt, okay, ich fahre heute nicht mit und drehe 1-2 Videos und kümmere mich ein bisschen um den Haushalt, der natürlich auch liegen bleibt während so eines Urlaubs. Und die ganze Wäsche, die man hat, irgendwie wechselt man im Urlaub deutlich häufiger die Klamotten. Ja, allein das ganze Bügeln, holla die Waldfee, was ich an T-Shirts die letzten 2 Tage gebügelt habe, das war auch nicht mehr schön. Aber der Haushalt ist so gut wie done. Und ich kann für euch 1-2 Videos drehen. Mir gefällt es tatsächlich wirklich gut. Es ist nicht perfekt. Es ist nicht perfekt. Aber mir gefällt es gut. Ich glaube, so mache ich das weiter. Was sagt ihr? Also ist doch tatsächlich relativ gut, oder? Wie gesagt, nicht perfekt. Aber ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. So, haben wir noch irgendwo eine 1? Doch, haben wir noch eine 1. Die schnappen wir uns. Ich finde es wirklich richtig. Also ich bin... Das Tool, ich werde die Tage dann auch nochmal, ich glaube, kann sein, dass wir das nächste Mal nochmal dann an die Giraffe gehen und da nochmal mit dem Tool testen, ob das besser funktioniert. Gefällt mir fast besser als mit dem Pinsel. Gefällt mir besser als mit dem Pinsel. Bei so kleinen Sachen, definitiv. Definitiv. Vielleicht sollte ich dann mal eben den Pinsel befreien von der Farbe.
Ja, heute spielt auch noch Werder Bremen, heute Abend. Heute Abend. Ich mache auch alles falsch. Ne? Ich mache es genauso, wie es draufsteht, wie ich es nicht machen soll. Mann. Timmel. Heute Abend spielt Werder Bremen. Ihr kennt das Spielchen ja schon, ne? Aber heute Abend gibt es eine eiskalte Niederlage, ich sag's euch. Eiskalte Niederlage. Ich hoffe natürlich aufs Beste. Ich tippe immer auf Werder Bremen. Bis auf ein bis zwei Spielen Ausnahme. Heute Abend ist eine dieser Ausnahmen. Es ist mir egal, ob ich Punkte mache. Ich tippe immer auf Werder Bremen. Bis auf heute Abend. Die goldene Ausnahme ist Bayern München. Bremen hat schon bewiesen, dass sie gegen Bayern gewinnen können. Aber die letzten 12 Jahre waren da sehr unglücklich. Man kann es unglücklich nennen. Man kann sagen, Bremen war bescheiden. Von daher beliebe ich da jetzt nicht so krass. Und falls sie doch gewinnen, erfreue ich mich umso mehr. Aber ich befürchte, das wird eine eiskalte Niederlage. Und ja, ich rechne nicht mit Punkten. Was die Niederlage vom letzten Spiel natürlich umso schwieriger macht. Da haben wir mit Freunden beim Grillen gesessen am Chiemsee. Ach, Freunde, es war deprimierend, wie schlecht Bremen da gespielt hat. Das war wirklich deprimierend. Das war, mein Gott. Also die haben die ersten 10 Minuten gut gespielt und dann sind sie überrannt worden. Also wirklich überrannt worden. So unfassbar schlecht gespielt. Unbelievable, wirklich. Einfach komplett verdient verloren. Ich kann nicht für jede Minute sprechen. Ich habe nicht das ganze Spiel gesehen. Ich habe mich ums Grillen habe ich mich nicht gekümmert. Das hat meine bessere Hälfte gemacht. Ich habe mich darum gekümmert, die Getränke, den Tisch und so weiter herzurichten. Dann haben wir natürlich auch gegessen, so die letzten Minuten vorm Spiel. Aber auch das war ja nicht wirklich sehenswert. Es war ja eher noch gefährlich, dass Bremen da noch mehr kassiert. Und der Herr Füllkrug spielt ja heute Abend auch wieder nicht. Von daher, ja, muss es der Herr Dux regeln. Und ob er das hinbekommt, I don't know. Liegt ja auch nicht immer nur an einer Person. Aber ja, hoffen wir einfach, dass die Punkte reichen für die erste Liga. Denn das nächste Spiel ist ein weiteres Spiel, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich auf Werder Bremen tippen würde. Das ist nämlich Leipzig. In Leipzig. Das ist dann so eine Sache. Wobei Bremen ja immer besser Auswärtsspiele kann als Heimspiele. Ich war viele Jahre jedes Heimspiel im Stadion und ich habe deutlich mehr Niederlagen gesehen, als dass ich Siege gesehen habe. Das ist sehr deprimierend, aber so ist das Leben in Bremen. Ich sag's euch. Jetzt, wo ich in NRW wohne, geht es leider nicht mehr. Und ich habe noch während Corona in der Nähe von Bremen gewohnt. Und da ging es halt auch schon nicht. Oh, mein kleiner Freund ist wach. Warum ist der denn schon wieder wach? Damit meine ich meinen Hamster. Ja, und dann kam der Umzug und seitdem war ich, glaube ich, dreimal im Stadion. Und jetzt haben wir überlegt, uns das letzte Heimspiel anzugucken, aber mein Bruder ist genau in der Zeit im Urlaub. Und wenn ich in Bremen im Stadion bin, dann möchte ich natürlich mit meinem Bruder gehen, denn mit dem bin ich all die Jahre zusammen hingegangen. Und der, so wie wir, gehören da irgendwie zusammen hin. Nüchtern kann man Werder Bremen auch nicht ertragen. Traurig, aber wahr. Gut, andere Vereine auch nicht unbedingt. Gefällt mir. Also da, dieses, ich finde, ich werde besser. Aber da kommt ein bisschen. Muss wahrscheinlich ein bisschen nachbessern, das ist aber fein. Aber ich glaube, das Trocknen dauert so natürlich ein bisschen länger, weil es ein bisschen dicker ist. Was ja auch nicht schlimm ist, weil es sieht natürlich
so gefühlt gerade viel, viel besser aus. Ich muss zwar viel häufiger Farbe aufnehmen, aber mir persönlich gefällt das so richtig, richtig gut. Ja, ist halt klar. Ich bin eher Stiftemensch und kein Pinselmensch. Sagt doch alles, oder? Ja, ich versuche heute wieder, euch eine Stunde lang voll zu quatschen. Mal gucken, wie weit meine bessere Hälfte gleich ist, ob ich dann sogar noch eine Stunde schaffe. Ich glaube fast nicht, weil ich muss den Abwasch noch fertig machen. Ich weiß nicht wieso, aber die Pfanne weicht gerade ein. Dafür, dass ich jetzt eine Stunde hier male, ist das natürlich sehr intelligent. Habt ihr eigentlich alle Geschirrspüler? Also, ich nicht. Ich hatte einen in meiner Wohnung. Dann kam der Umzug und die pure Verzweiflung. Ja, ich muss jeden Tag abwaschen. Ich armer Mensch, manchmal zweimal am Tag. Gestern hat mein Freund abgewaschen. Voll lieb. Das heißt voll lieb, ne? Also Haushalt ist geteilt. Muss man nicht drüber reden. Aber er hat halt auch Urlaub. Und er braucht den Urlaub gerade ganz dringend. Und deswegen voll lieb. Und dann haben wir danach gekocht. Und dann sah es wieder aus wie vorher. Hat er mir ein bisschen leid getan. Heute mache ich dann den Abwasch. Er ist ja auch unterwegs. Muss er das nicht auch noch machen, wenn er wiederkommt? Wenn ich schon zu Hause bleibe und er seine Mama besucht, dann kann auch ich den Abwasch machen. Außerdem muss ich für mich auch noch was kochen. Er war mit seiner Mama essen. Dann hatte ich gefragt, ob er wirklich essen war oder ob er nur was gesnackt hat. Er war wirklich essen. Die Antwort kam leider so 5 Minuten zu spät. Da hatte ich schon eine halbe Tüte Chips-Intus. Ja gut, keine halbe, ne? Aber also eine Handvoll Chips-Intus. Und habe mir gedacht, okay, nein. Ich mache mir später was zu essen. Ja. So ist das. Sieht jemand eine 1? Bin ich eigentlich die ganze Zeit im Bild mit meinem Dötz? Ich hoffe nicht. Mit meiner langen Nase? Nein, ich bin kein Pinocchio. Ja, nach und nach werde ich euch in den kommenden Videos immer mal so erzählen, was mir im Urlaub so alles passiert ist. Ich habe mir das auch alles so einigermaßen aufgeschrieben, damit ich nichts vergesse. Und die spannenden Sachen und die lustigen Sachen und die nervigen Sachen im Urlaub passieren immer nervige Sachen. Ist das bei euch auch so? Passieren euch im Urlaub auch nervige Sachen? Überwiegend dank anderer Menschen? Und sind Ferienwohnungen bei euch immer so wie angegeben oder ist jedes Mal irgendwas an der Ferienwohnung nicht so wie gedacht? I don't know. Habe ich das schon mal perfekt erlebt? Also ja, ich habe schon perfekt erlebt. Mehr dazu ein anderes Mal. Oder ihr habt sogar schon gehört. Weil hier vor, wenn ich es schaffe, kommt ja noch das Anne-Stempel-Video und das Bastel-Video. Und da werden wir dann drüber reden. Vielleicht. Ja, ich muss immer noch die Einladungskarten sind gemacht für den Geburtstag und verschickt. Ich muss immer noch die Getränkekarte machen und ich weiß nicht, wann ich das alles machen soll. Mit nächster Woche ab Mittwoch ist in WoW wirklich Highlight in Dosen. Da heißt das wieder ganz viele Mythisch Plus Instanzen ballern. Denn der neue Raid startet am Mittwoch und da habe ich wieder 3-mal die Woche abends 3,5 Stunden Raid plus im Plus. Aber nicht so leicht, ich sag's euch. Da noch Zeit für die ganzen Videos zu finden. Also es kann gut sein, dass da mal ein Video ausfällt. Dann bitte nicht sauer sein.
Im WoW habe ich einfach Verpflichtungen. Das ist, wenn man raidet und in einer Mythisch-Gilde raidet, auch in der kleineren. Also es muss nicht mythisch sein. Es kann auch eine niedrigere Stufe sein. Dann ist das einfach so, dass man 2 bis 3 Mal die Woche Training bzw. Spiel hat. Und ja, am Anfang eines neuen Raides ist das immer eher noch mehr. Und deswegen bin ich da ein bisschen eingespannt. Noch dazu bin ich Offizier. Das heißt, ich habe noch ein paar mehr Aufgaben, um die ich mich da kümmern muss. Und ja, da müssen dann andere Sachen hinten anstehen. Und das ist dann leider Gottes unter anderem das Basteln. Und damit leider auch YouTube. Dann noch die Geburtstagsfeier, die nächstes Wochenende ansteht. Das sind alles so Sachen, die so ein bisschen, ich sag mal vorsichtig, Zeit klauen. Aber sie klauen keine Zeit, denn sie machen Spaß. Deswegen alles gut. Das ist doch cool, oder? Also mit dem Tool gefällt mir es wirklich. Wirklich, wirklich, wirklich. Es dauert lange. Es dauert lange und es ist nicht ganz perfekt. Ich kann halt den Kopf auch nicht ganz runter machen, weil dann seht ihr ja nichts mehr. Aber es macht mir Spaß, muss ich zugeben. Es macht mir wirklich Spaß. Guck mal, das kann man da auch noch so reinstellen. Gefällt mir. Gefällt mir. Das ist eine 17 und keine 1. Wir wandern hier jetzt mal rüber. Das muss ja eh erstmal alles trocknen, bevor ich dann in die zweite Farbe gehe. Noch so ein Grund, warum ich wahrscheinlich heute kein zweites Video drehe. Kann sein, dass ich das nachbessern dann zum Beispiel ohne euch mache, damit ich den Kopf wirklich tief runter machen kann und mehr sehe. Ist eigentlich ein noch kleinerer Ball? Ja, ne? Ja, der ist noch kleiner. Mann, 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 cool. Ja, wie gesagt, es dauert dadurch natürlich um Längen, also viel länger, aber ich glaube, anders geht das mit diesen ganz kleinen einfach nicht, mit so einem DIN A4 Bild. Das ist, befürchte ich, nicht anders möglich und selbst wenn es anders möglich wäre, ist es, glaube ich, für mich so die beste Methode, damit es noch einigermaßen gut aussieht. Und ich das mir am Ende auch mal angucken mag und nicht vor Scham im Boden versinke. Aber es geht ja auch nicht nur darum, dass ich euch hier male und ihr zuguckt. Viele von euch werden wahrscheinlich gar nicht dabei zugucken, sondern selber was basteln, selber malen, den Haushalt machen, irgendwas nebenbei tun, vielleicht auch spazieren oder joggen gehen. Es ist quasi, seht das Ganze wie einen kleinen Podcast. Ich erzähle euch Quatsch und ihr hasst oder freut euch darüber. Also ihr hasst mich oder freut euch darüber. Ne? Und wer den Bonus des Guckens dazu hat, you're welcome. Aber ich weiß, wie ich Videos gucke. Ich spiele meistens WoW nebenbei oder mache irgendwas Crafting-Relatedes nebenbei oder ich bügel nebenbei und gucke einfach nicht die ganze Zeit hin, sonst wären die ganzen tollen T-Shirts, die ich habe, alle kaputt. Die Mannschaft meines Freundes spielt morgen. Da kann ich auch gar nicht großartig teilnehmen. Auch da ist in WoW wieder was los. Da ist eine Besprechung unter allen Raid-Membern.
Aber auch nicht so schlimm. Ich muss mir Dortmund nicht unbedingt angucken. Muss auch zugeben, dass mich Fußball, mal abgesehen von Werder Bremen, immer weniger interessiert, weil ich diese Geldsache, die geht mir wirklich tierisch auf die Nerven. Bayern geht mir tierisch auf die Nerven. Ich würde mich persönlich sehr freuen, wenn Dortmund Meister wird. Erstens habe ich dann einen Freund zu Hause, der wirklich gute Laune hat. Zweitens wird Bayern nicht schon wieder Meister. Jetzt hätte ich fast falsch gemalt. Völlig in Gedanken. Hätte ich fast in die 2 gemalt. Ja. Wer will, außer ein Bayern-Fan, wer will Bayern denn schon wieder da oben auf dem Thron sehen? Niemand, oder? Einfach wirklich niemand. Die Bonzen nerven doch einfach nur noch. Und dann guckst du nach England und denkst dir, da ist der Hass noch viel größer. Bin ja in England Tottenham-Fan. Und die Tottenham-Feinde belegen Platz 1 mit Abstand. Das macht es dann auch nicht viel besser, ne? Und der HIV, der HSV. Seht es mir nach, bitte, dass ich das so sage. Als Werder-Fan hat man da nun mal keine Sympathien. Und man tauscht nicht unbedingt Nettigkeiten aus, auch wenn ich keinen Menschen dort hasse. Das muss ich ganz klar sagen. Es ist der Verein, den ich nicht mag. Der Verein von der Müllverbrennungsanlage, der steht ja auch kurz vorm Aufstieg, ne? Ich habe dann zwar mein Derby wieder, aber ich will diesen Verein nicht wieder in der ersten Liga haben. Weg mit dem HSV, weg damit einfach. Das braucht kein Mensch, holt die Paulis hoch. Pauli in der ersten wäre mir weitaus lieber. Aber man kann nicht alles haben. Ne? Bremen in der ersten ist mir natürlich auch lieber. Brauchen wir nicht drüber reden. So, nächste Farbe geschafft. Farbe. Nächstes Feld geschafft. Meine Güte, Farbe wäre schön. Also wir sind, glaube ich, über eine halbe Stunde dabei. Ja, wir sind über eine halbe Stunde dabei und haben actually noch nicht viel geschafft. Also das Bild wird, glaube ich, ein paar Monate in Anspruch nehmen, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube nicht, dass euch das großartig stört. Und wenn doch, dann könnt ihr ja was sagen. Dann male ich das für mich alleine zu Ende. Und ohne euch, denn mir macht das Ganze Spaß. Und das ist zumindest für mich das Wichtigste. Wenn es euch so gar keinen Spaß macht, dann kann ich das für mich weitermachen. Das ist wie mit dem Diamond Painting. Diamond Painting will gefühlt niemand sehen. Das mache ich tatsächlich, aber nehme ich mir jeden Tag mindestens eine halbe Stunde, um zu Diamond Painten, weil ich es wirklich, wirklich liebe. Und ja, aber ich glaube, das will einfach niemand sehen. Von daher zeige ich es auch nicht. Höchstens mal, wenn ein Bild fertig ist und auch nur dann, wenn ich es schaffe. Das letzte, was ich fertig gemacht habe, war ein Harry Potter Bild und zwar ein lizenziertes von Warner Brothers, von Diamond Art Club. Das große Wappen. Ich glaube in eckigen Steinen. Und jetzt gerade arbeite ich an einem Randall Spangler und nebenbei an einem kleinen Actionbild. Vielleicht zeige ich euch die mal, wenn die fertig sind. Aber wie gesagt, ich glaube, Diamond Painting ist einfach auch gar nicht so beliebt. Und warum großartig zeigen, wenn es niemanden interessiert? Da haben wir Basteln, Malen und Co. genauso viel Spaß machen. Ist das gar nicht so schlimm. Ich mache es trotzdem weiter. Ich zeige es noch nicht.
Ich nehme das mal hier kurz ein bisschen zur Seite, dass es nicht im Weg liegt. Seht ihr noch genug, so die Frage? Ja, seht ihr. Ich mache Randale, also falls es mal wackelt, das tut mir sehr leid, dann bin ich wieder irgendwo gegengestoßen. Ich bin so ein Mensch, ich kann nicht so richtig still sitzen. Was habt ihr denn so die letzte Woche getrieben, wo ihr Timbel frei hattet, wo ich mal keine Videos hochgeladen habe, wo ich im Urlaub war? Wahrscheinlich bei anderen YouTubern reingeschnuppert, was ihr wahrscheinlich so oder so macht. Also ich gucke bestimmt 30 verschiedene YouTuber. Ich habe da gerade mal was auf den Fußboden geschmissen und Farbe verteilt. Das ist doch was. Zum Glück nur ganz wenig Farbe. So, aber ich habe direkt hier mein Holz angemalt. War ja klar, ne? Nee, nicht aufs Bild runter. Ich bin auch wirklich ein Dulli-Kopf. Ja, Schwund ist überall. Ist nicht so schlimm. Dafür ist es da. Nee, du kommst da runter. So. So. Weiter geht's. Aber mir gefällt das Tool so gut, das glaubt ihr gar nicht. Wirklich, ich bin so unfassbar begeistert davon. Da muss ich noch weitermalen. Ja, muss ich. Ja, ich weiß nicht, ich werde euch auf jeden Fall in den anderen Videos auch schon was zu meinem Urlaub erzählt haben. Ich werde mir das so ein bisschen aufteilen, weil ein paar Kleinigkeiten sind passiert, ein paar Großlichkeiten, ein paar größere Dinge sind passiert. Viele Autofahrten, viel Pokémon, viel Europapark, viel Angst im Europapark. Oh Mann, oh Mann. Wir können ja mal womit starten, bitte mal. Wahrscheinlich wäre es jetzt schlau, von vorne anzufangen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch in den Bastelvideos was erzählen werde. Von daher bin ich, weiß nicht so genau, womit ich starten soll. Also das Erste, was tatsächlich auf meiner Liste steht, was ich so erlebt habe, ist Roland Trettel. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist einer der Fernsehköche, ein österreichischer. Oder italienischer? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, der ist Italiener. Roland Trettel, Südtirol. Müsste Italien sein. Hat in Deutschland unter anderem bei The Taste mitgemacht. Zwei Staffeln. Ich glaube, es waren zwei. Hat dieses komische First Dates Hotel. Ich glaube, First Dates, ne? Und ist eigentlich ein schicker Mann. Ich finde den ganz schick, wenn ich mir den so angucke. Ja, und zwar war ich in Köln in der Buchhandlung, in der Meierschen Buchhandlung. Die kennt ihr bestimmt, die ist relativ bekannt, ist riesengroß. Ist um Längen besser als Thalia, braucht man nicht drüber reden. Und ich wollte in diese Buchhandlung, warum wollte ich da rein? Weil die eine riesengroße Harry Potter Abteilung haben. Die, also haben sie zumindest angekündigt und von dann war ich drin und die war gar nicht so riesengroß. Ich habe schon größere gesehen. Was ich viel cooler finde, die haben eine riesengroße Brettspielabteilung. Uiuiui, das hat mir gefallen. Und Klüngelkram, das ist immer nicht gut für mich. Und ein Lesecafé. Oh mein Gott, finde ich das toll. Ein Lesecafé. Man kann sich da was zu trinken bestellen und an einen Tisch setzen und ein Buch nehmen aus den Regalen, die man kaufen kann, meine Güte, dahin setzen und lesen. Ist das nicht toll? Ich wünschte, sowas würde es hier geben. Ich würde das den ganzen Tag machen. Ja, fand ich, da war ich so begeistert von diesem Lesecafé. Und so viele tolle Mitarbeiter und alle nett und ja.
Und trotzdem nicht das Bastelbuch, was ich gesucht habe. Ich muss eben hier gucken. Ja, also Lesecafé. Ja, die hatten ein Lesecafé. Das hat mich sehr begeistert. Dann hatte ich auch schon, was hatte ich in der Hand? Ich hatte irgendein Buch in der Hand. Habe es aber wieder weggelegt, weil ich höre ja fast nur noch. Ne? Also wenn ich mal nach Zahlen mache, Diamond Painting oder Haushalt, ich bin, entweder ich gucke YouTube-Videos nebenbei oder ich höre Hörbücher. Ich lese, ich schaffe es immer noch fast ein Buch im Monat zu lesen. Eher so alle zwei, also so, ja, so ein bis alle zwei Monate schaffe ich es, ein Buch zu lesen. Aber mehr schaffe ich nicht mehr. Ich schaffe aber tatsächlich 5 bis 6 Hörbücher im Monat, mindestens. Also wirklich mindestens. Von daher habe ich das Buch wieder weggepackt, weil das, ich liebe Papierbücher, aber die Zeit dafür zu finden, ich nehme die Zeit einfach nicht mehr. Ich mache lieber andere Dinge und höre nebenbei. Und da ich zwei Dinge auf einmal kann, ist es für mich total fein, Hörbücher zu hören. Und ich habe auch nicht nur ein Hörbuchabo, ich habe zwei Hörbuchabos. Ich, ja, auf dem einen ist halt nicht alles und deswegen habe ich zwei. Und bin damit super, super glücklich, um ehrlich zu sein. Und deswegen kaufe ich mir ganz selten mal Bücher. Meistens tatsächlich irgendwelche Harry Potter Ausgaben. Nicht, dass ich die Bücher schon 100-mal gelesen hätte. Aber ja. Und deswegen habe ich das Buch wieder weggelegt. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Es war nichts von Harry Potter. Es war irgendwas Fantasy-mäßiges, was ich in der Hand hatte. Habe ich mir bestimmt als Hörbuch notiert. Da bin ich mir fast sicher. Ja, aber wir kamen in diese Buchhandlung und ich war direkt fasziniert von Fantasy-Büchern. War so abgelenkt. Wenn ich in eine Buchhandlung gehe, das ist, wie soll ich das erklären? Das ist wie so eine andere Welt für mich. Ich tauche direkt in diese Welt ein und um mich rum ist nichts mehr. Also ich lebe in dem Moment Bücher. Ich atme sie, ich liebe sie. In dem Moment gibt es um mich herum einfach nicht mehr viel anderes. Und ich bin rein in diese Buchhandlung, habe Bücher vor mir gesehen und war hin und weg. Und dann tippt mein Freund mich an und sagt, guck mal, der sieht aus wie Roland Trettel. Ich guck mir diesen Menschen an und sage instant, der sieht nicht nur aus wie Roland Trettel, das ist Roland Trettel. Mein Freund fängt an zu lachen. Weil ich mir so sicher war, aber ganz ehrlich, also ich habe den angeguckt und habe gedacht, es gibt einfach keinen anderen, der so aussieht. Also die Weste, die er anhatte, die Socken, die er anhatte, der Anzug, den er dazu trug, es war so 100% Roland Trettel. Und ich habe dann gesagt, oh, bitte, du musst ein Foto mit ihm machen, denn mein Freund heißt Roland. Und ich möchte unbedingt ein Foto mit Roland und Roland. Aber mein Freund ließ sich nicht überreden und dann hat er auch ganz klar gesagt, der ist in seiner Freizeit hier, lass uns ihm seine Freizeit lassen und wir lassen ihn jetzt in Ruhe. Ja, gesagt, getan, wir haben ihn nicht weiter belästigt, also wir haben ihn gar nicht belästigt, wir haben ihn nicht angesprochen und nichts, wir haben nur ein, zweimal rüber geschielt aus Neugierde. Und dann hat er wohl, ich war dann wieder mit meinen Büchern beschäftigt, also ich war dann irgendwann wieder in meiner eigenen Welt. Und mein Freund hat dann später noch gesagt, das war definitiv Roland Trettel, er hat ihn irgendwann reden hören. Und ja, dass er das auf jeden Fall war. Wir gucken beide wirklich mit absoluter Hingabe The Taste, obwohl wir beide absolut nicht kochen können und auch schwierig sind, was Essen angeht. Aber Roland Trettel-Fans sind wir echt, vor allem ich, er aber auch, schon sehr lange. Und es war, allein ihn mal so von nahem zu sehen, war quasi schon ein Erlebnis. Und er hat auch recht mit dem, lass dem Mann seine Freizeit. Wir vermuten, dass er für The Taste tatsächlich auch in Köln war. Wir haben die Folge noch nicht zu Ende geguckt. Wir gucken das immer beim Essen und wir kommen da, brauchen quasi eine Woche für eine Folge, wenn nicht mehr. Und deswegen kann ich euch das noch gar nicht so genau sagen. Bitte nicht spoilern. Ja, und der Herr Trette hat, so glauben wir, nach einem Geschenk gesucht. Also zumindest hat er sich bestimmte Sachen angeguckt. Ich weiß nicht, was, ich habe nicht hingeguckt. Und hat aber danach bei den Geburtstagskarten oder bei irgendwelchen Karten gestanden, bei Grußkarten gestanden. Vielleicht hätte ich ihm mal meine anbieten sollen. Naja, gut, die will er wahrscheinlich nicht haben. Aber ja, dann war er auch weg.
Und dann wollte ich eh eine Etage höher, weil Harry Potter. War ich in der Harry Potter Abteilung? Nee, gar nicht. Da war ich erstmal bei den ganzen Spielen und da war wirklich viele schöne Dinge, viele Exit-Sachen, also so Escape Room-Gedöns. So Krimi-Dinner-Sachen habe ich mir angeguckt. Weil mein Freund mag sowas sehr. Ich bin nicht so der astreine Schauspieler. Wobei, eigentlich bin ich schon. Ne? Ich habe eine Zeit lang GTA Roleplay gespielt und ich war da auch echt nicht schlecht. Ich kann auch meine Stimme recht gut verstellen. Actually wäre wahrscheinlich Krimi-Dinner genau das Richtige für mich. Aber wenn man die Menschen nicht so kennt und sich dann so verstellen muss, dann ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich muss die Menschen erstmal alle kennenlernen. Auf dem Geburtstag eine gute Chance. Denn es sind ja alles seine Freunde und zum Großteil kenne ich die dank Corona nicht und da die auch noch alle frisch geworfen haben und dadurch auch sehr wenig Zeit haben, jetzt habe ich es wieder gesagt, ne? Die haben nicht frisch geworfen, die haben Kinder bekommen und dadurch auch wenig Zeit haben und wir ja auch so kleine Nerds sind und ständig Computerspiele spielen müssen, ist das immer nicht so leicht. Aber wahre Freunde erkennt man ja daran, dass man sie nach einem Jahr immer noch anrufen kann und alles ist gut, ne? Ich habe auch solche Freunde, die ich, mit denen ich manchmal ein Jahr nicht quatsche und wenn ich dann mit denen quatsche, ist alles wie vorher. Das sind genau die richtigen. Das sind die, die man nie vergisst. Man muss Momente teilen. Ich sag's euch. Falls euch GTA-RP nichts sagt, das ist Rollenspiel. Das ist ein Rollenspiel, beziehungsweise ist es ein Computerspiel, und zwar ein Mafia-Computerspiel, was ich so im Story-Modus mehr als 2 Stunden noch nie gespielt habe. Bin nicht so das Mafia-Kind, feiere nicht so die Bösewichter, ich bin ja immer eher so Superheld, Polizei und all so ein Kram, finde das ja immer eher so, die Gerechtigkeit der Welt ist mir wichtiger. Und habe aber dann durch meinen Cousin GTA Roleplay entdeckt. Und zwar gibt es einen Launcher dafür, dass man mit ganz vielen anderen Menschen dann auf dieser Map in GTA ist und man selber eine Person spielt. Man spielt quasi ein Second Life. Man denkt sich eine Geschichte zu seiner Person aus und lebt diese. Und viele Stunden, über 5000 an der Zahl, habe ich GTA Roleplay gespielt mit 3 verschiedenen Charakteren. Mein erster Roleplay-Charakter war Rose Belikoff, eine Fahrschullehrerin und am Ende Pressesprecherin der Fahrschule. Bis ich den Server gewechselt habe. Mit Rose verbindet mich heute noch, oh ja, ich glaube, es war am ehesten ich, diese Person. Dann mein zweiter Charakter war auf einem der bekanntesten deutschen Server, der damals bekanntesten, heute gibt es ihn so nicht mehr, GTA Live. Da haben alle großen Streamer drauf gespielt, habe ich Sydney Moroy gespielt. Und mich dort bis zur Supportleitung, Game Designerin und am Ende auch Polizeichefin hochgearbeitet. Im Spiel Polizeichefin, außerhalb Supportleitung und Game Designerin. Bin heute noch sehr gut mit dem Inhaber des Servers befreundet. Und vermisst die Zeit so ein bisschen, aber auch nur ein bisschen. War eine schöne Zeit, war trotzdem eine ereignisreiche und anstrengende Zeit. Aber ja, das ist GTA Roleplay. Mein dritter Charakter ist nicht wirklich erwähnenswert. Lange Zeit wusste auf GTA Live niemand, dass ich Sydney Moroy bin, weil ich meine Stimme komplett verstellt habe. Ich habe ja eine, über Mikrofone hört sich meine Stimme sehr tief an. Relativ tief. Im echten Leben ist sie etwas höher. Sydneys Stimme war aber noch deutlich höher.
Ich kann meine Stimme in 3 bis 4 verschiedene Klangfarben stellen. Und das ist fürs RP natürlich super, super gut. Und so wusste lange, lange Zeit niemand, wer ich wirklich bin. Und ja, ich kann das auch beim Singen. Ich kann in verschiedenen Tonlagen singen. Beziehungsweise, ja, das kann man eh, aber ich kann auch, witzigerweise, ich kann das, glaube ich, am ehesten vergleichen, wenn ich Englisch spreche, ist meine Stimme unbelievable tief. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Meine Stimme, wie gesagt, deutlich tiefer, wenn ich Englisch spreche. Wenn ich Deutsch spreche, ist sie höher. Und wenn ich ins Französische gehe, ist sie noch höher. Allerdings spreche ich Französisch nicht besonders gut. Das ist eher so, wir lassen das mal lieber. Englisch spreche ich schon ziemlich gut. Aber wie gesagt, da ist meine Stimme ziemlich tief. And if you want to have an example, it's kind of that. It's really, really deep. And I don't know why it's that way. It's kind of hard to use it like it's in a high-pitched voice. It's possible, but it's harder. Ja, wenn ich versuche, höher zu sprechen im Englischen, ist es deutlich anstrengender. Das strengt meine Stimmbänder an. Und ich weiß nicht, wieso das ist. Ja, kleine Kostprobe. Übrigens, die hohe Stimme geht dann schon in Richtung Sydney, ist aber immer noch zu tief dafür. Immer noch zu tief dafür. Ja. So, was sagt denn der Tacho? Wir sind bei... Ich musste vorhin mal ganz kurz eine Minute Pause machen, weil meine bessere Hälfte was wollte. Ich glaube, wir sind so bei 56 Minuten. Ich glaube, das reicht, ne? Bevor ich jetzt hier... Wobei, das eine Feld können wir da noch machen. Hier ist noch eine 1. Das machen wir noch. Das war vielleicht ein bisschen viel Farbe. Sollte das vielleicht zwischendurch mal da runterholen, dann ist es auch kein Problem. Aber dann reicht das auch für heute, wenn wir das eine Feld jetzt hier noch machen. Und auch wenn wir nicht viel geschafft haben, bin ich wirklich begeistert davon. Ich kann vor allem dieses Tool nur empfehlen. Das Bild selber, die Leinwand, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Wir müssen dann beim nächsten Mal gucken, wie das mit dem Tool auf dem Actionbild aussieht. Eine Geschichte vom Urlaub habe ich euch ja erzählt. Vielleicht geht es ja in der Buchhandlung auch noch mal ein bisschen weiter. Ja, der Roland Trettel. Das habe ich euch erzählt. Dann habe ich euch mal wieder von Werder Bremen erzählt. Eine Leidensgeschichte. Dann habe ich euch mal 2 verschiedene Stimmfarben meiner Stimme gezeigt. Was ist gezeigt? Euch hören lassen. Ich bin jetzt gerade nicht so begeistert von dem, was ich hier veranstalte. Aber ich hätte es lassen sollen. Ne? Man hat ja immer so ein Gespür dafür, wenn man weiß, es reicht. Und mein Freund sollte auch, ich denke, so eine Stunde, anderthalb hier sein, je nachdem, wie gut er durchkommt. Der ist ungefähr Höhe Bielefeld und muss nach Kleve. Jetzt habe ich hier eine Stunde gelabert, das heißt, er müsste ja auch schon fast eine Stunde vorangekommen sein oder ist schon eine Stunde vorangekommen. Ich weiß allerdings nicht, wie voll der Pott gerade ist. So, Pinsel sauber, Dotting-Tool sauber, wir machen die Farbe zu. Ich bin wirklich echt... Ja, es hat lang, lang gedauert, aber ich finde es gut. Ich finde es auch echt, also ja, einfach ja. Was sagt ihr? Jetzt wackelt ihr erstmal, es tut mir schon mal sehr leid, aber es ist gut, oder? Mir gefällt's. Ja. Geht das eigentlich mit der Tischdecke oder stört euch das? Müssen wir auch mal sagen. So, aber ich würde sagen, ach, für heute reicht das. Ich habe es immerhin geschafft, 2 Videos zu drehen.
Ich bin schon wieder müde, wie immer. Ist ja auch schon 15:30 Uhr. Fußball fängt an. Für mich nicht, für mich erst später. Ja, aber ich würde sagen, es reicht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Eure Thimbletech. Bye, bye.